Hallo und ein herzliches Willkommen zum Journal DDW, live hier aus Berlin. Mein Name ist Julia Hahn und das sind jetzt einige unserer Themen. Und wir beginnen in Äthiopien. Dort wählen heute gut 37 Millionen Menschen ein neues Parlament. Die Wirtschaft in dem ostafrikanischen Staat wächst, aber der politische Freiraum schrumpft. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Addis Abeba. Regiert wird Äthiopien seit fast 25 Jahren von der Parteienkoalition EPRDF. Die Opposition gilt als chancenlos, auch dieses Mal. Und die Wahlen beobachtet für uns Simona Foltin. Wir erreichen Sie am Telefon in Addis Abeba. Simona, können die Äthiopier denn frei abstimmen? Kann man überhaupt von einer demokratischen Wahl sprechen? In Malaysia hat die Polizei Massengräber im Grenzgebiet zu Thailand entdeckt. Bei den Opfern handle es sich vermutlich um Flüchtlinge, hieß es. Wie viele genau, sei noch unklar. Die Gräber wurden im Das US-Außenministerium zeigt sich zutiefst besorgt. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem schweren Angriff auf die Meinungsfreiheit. Es geht um ein Gesetz, das der russische Präsident Putin am Samstag unterzeichnet hat. Demnach können international... Und wir fragen nach bei unserem Korrespondenten in Moskau, bei Juri Rischeto. Juri, erklären Sie uns das mal. Was genau bedeutet das Gesetz für die Arbeit der ausländischen Organisationen in Russland? Sorgt ja damit für neuen Konfliktstoff, auch und gerade mit dem Westen. Warum tut er das jetzt? Ein wichtiger militärischer Führer der prorussischen Separatisten in der Ostukraine ist offenbar bei einem Attentat getötet worden. Alex, in der Fußball-Bundesliga tanzen die Bayern mit der Meisterschale in die Sommerpause. Paderborn und Freiburg dagegen trotten in die zweite Liga. Der Abstiegskampf am Samstag war so spannend wie noch nie. Und deshalb schauen wir uns die entscheidenden Spiele noch mal genauer an. Los geht's mit Paderborns 1:2 Niederlage gegen Stuttgart. Ja, und von dieser Liga 1 verabschieden muss sich jetzt auch Freiburg. Gegen Hannover hätte schon ein Unentschieden für den Klassenerhalt gereicht. Aber beide Teams haben sich nichts geschenkt. Das 1:2 am Ende war das Aus für Freiburg. Die berühmte Uhr des ewigen Erstligisten Hamburger SV muss doch nicht abgeschaltet werden. Noch nicht jedenfalls. Das Hamburger 2:0 gegen Schalke reichte gerade noch. Und wir schauen uns jetzt die Bundesliga-Abschlusstabelle der Saison 2014-15 an. Die erste Auf eine ganz andere Tabelle haben Millionen Musikfans gebannt gestarrt, denn auch die Punktvergabe beim Eurovision Song Contest in Wien war spannend, fast bis zum Schluss. Schon zum 60. Mal fand der Musikwettbewerb statt. Teilnehmen durfte dieses Mal auch Australien, wo der ESC eine riesige Fangemeinde hat. Für Deutschland und Gastgeber Österreich gab es nicht mal einen Trostpunkt. Abgeräumt hat jemand anders. Building Bridges, Brücken bauen war das Motto. Soweit das Journal. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Hallo und herzlich willkommen zum Journal DDW, live hier aus Berlin. Mein Name ist Julia Hahn und das sind einige unserer Themen in der nächsten Viertelstunde. Äthiopien wählt heute ein neues Parlament. Das ostafrikanische Land ist nach Nigeria das bevölkerungsreichste auf dem ganzen Kontinent. Gut 37 Millionen Menschen können ihre Stimme abgeben. Die Wahlen werden auch im Ausland genau beobachtet, denn während Äthiopiens Wirtschaft wächst, schrumpfen die politischen Freiräume. Seit fast 25 Jahren regiert die Parteienkoalition EPRDF. Die Opposition gilt auch dieses Mal als chancenlos. Und über die Wahlen und was sie bedeuten, will ich jetzt sprechen mit Ludger Schadomski aus der DW Afrika Redaktion. Ludger, Sie kennen Äthiopien sehr gut, sind immer wieder dort. Was sagen Sie? Wie frei und fair sind diese Wahlen? Welche Rolle spielt dann überhaupt die Opposition? Äthiopien, geben Sie uns mal einen Eindruck, wohin steuert das Land? In Malaysia haben die Behörden einen schrecklichen Fund gemacht. An der Grenze zu Thailand entdeckten sie mehrere Massengräber. Wer und wie viele Menschen dort genau verscharrt wurden, ist noch unklar. Bei den Toten könnte es sich um Flüchtlinge aus Bangladesch handeln und um muslimische Rohingya, die in ihrer Heimat Myanmar verfolgt werden. Das US-Außenministerium zeigt sich zutiefst besorgt. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem schweren Angriff auf die Meinungsfreiheit. Es geht um ein Gesetz, das der russische Präsident Putin am Samstag unterzeichnet hat. Demnach können international... Und am Telefon in Moskau ist jetzt unser Korrespondent Juri Rischeto. Juri, erklären Sie uns das mal. Was genau bedeutet das Gesetz für die Arbeit der ausländischen und wohl auch der russischen Organisationen?
In der Fußball-Bundesliga tanzen die Bayern mit der Meisterschale in die Sommerpause. Paderborn und Freiburg dagegen, die trotten in die zweite Liga. Der Abstiegskampf am Samstag war so spannend wie noch nie. In einem direkten Duell um den Klassenerhalt siegte der VfB Stuttgart gegen Paderborn mit 2:1. Und auch wenn VfB-Trainer Huub Stevens definitiv zum Saisonende aufhört, das Team ist erstmal gerettet. Und von der ersten Liga verabschieden muss sich jetzt auch Freiburg gegen Hannover. Hätte schon ein Unentschieden für den Klassenerhalt gereicht, aber beide Teams haben sich nichts geschenkt. Das 1:2 am Ende war das Aus für Freiburg. Ja, und so sieht die Bundesliga-Abschlusstabelle der Saison 2014 für einen Abstieg, allerdings einen musikalischen, muss auch die Sängerin Anne-Sophie verkraften. Beim Eurovision Song Contest in Wien bekam die 24-Jährige keinen einzigen Punkt. So schlecht hat Deutschland bei dem wohl wichtigsten Musikwettbewerb zuletzt 1965 abgeschnitten. Ein Debakel also für Deutschland. Den Sieg, den holte sich aber jemand, der schon vorher als Favorit gehandelt wurde. Soweit das Journal. Danke fürs Zuschauen.